Willkommen zu einer ersten Episode von Minecraft Hardcore. Jawohl, richtig gehört. Ich, der schnell sterbende Fuindrat, versuche mich in einem der schwierigsten Herausforderungen, die Minecraft zu bieten hat. Und wir werden mal sehen, werde ich die erste Nacht überleben oder werde ich grausam ums Leben kommen. Wir werden es mal sehen. Der Name der Welt ist Fuindrat Hardcore. Fuindrats Hardcore-Welt. Ja, ich bin mir wieder extrem einfallsreich. Mal kurz schauen. Ah, da ist es ja. Hardcore. Schwierigkeit schwer. Höchster Schwierigkeitsgrad mit endgültigem Tod. Das ist mir schon klar. Auf jeden Fall nochmal in die Spielregeln gucken. Okay, damit wäre alles erledigt. Und ja, ich werde mal versuchen, die ganze Geschichte möglichst ungeschnitten zu halten. Im Sinne von irgendwas rausblenden. Ich werde, wenn überhaupt, nur Beschleunigung einbauen. Und damit genug Blabla, ab in die Welt. Oh, und bevor ich es vergesse, ich werde mit Shadern spielen. Und dem verbesserten Latrepec, wie ich es schon in Hypixel Skyblock gezeigt habe. Und wie ich es schon angedeutet habe, geht es mir darum, etwas zu errichten. Nicht darum kämpfen. Ganz wichtig. Ah, herrlich. Und da bin ich mitten auf einer Insel geboren. Mit Pferden. Aber, da der Tag ja gerade erst angefangen hat, schwimme ich halt mal rüber. Tja. So ein Glück muss man erstmal haben, ohne Baum auf einer Insel zu stranden. Und hier habe ich ja schon mal... Ah, sehr schön. Was mir aber gerade nichts bringt, da ich ja schließlich ich bin noch nicht ganz vorbereitet. Tja, das erste Bäumchen ist ein Träumchen. Und, was man auch sagen kann, im realen Leben ist man ja auch nicht so stark, dass man mit bloßen Händen einen Baum fällen kann. Möchte man meinen. Zack. Okay. Dann nochmal schnell dahin. Und ja, es ist doch... Oh nein, da gehe ich nicht rein. Ich habe ja schon einige Tode in Hardcore-Welten gesehen. Aber ich bin nicht so verrückt, dass ich hier... dass ich da ganz unbewacht da reingehe. Und da sind gleich Schafe. Ich hoffe natürlich, dass da mehrere sind. Denn wenn ich sie umhaue, will ich sie schließlich... will ich ja schließlich nicht die einzigen Schafe hier... Ich will nicht die einzigen Schafe hier umlegen, wollte ich damit sagen. Zack. Und ja, ich denke mal, ich habe schon einen guten Platz hier gefunden. Scheint ja auch so eine Art Insel zu sein. Fein. Zack. Oh, klasse. Muss ich halt noch einen Baum fällen. Und ich hoffe natürlich, dass mir noch ein Schaf begegnet. Zumindest ein drittes. Und das hier scheint mal alles eine Insel zu sein. Typisches Fuindglück. Der einzige... Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf einer kleinen Insel ohne Bäume spawnt?
ab in die Kommentare. Auf jeden Fall noch die Insel erkunden. Ah, da ist doch ein Schäfchen. Hi. Aha, eine Wolle. Wolle, Wolle haben? Würde nur noch fehlen, wenn die Wölfe sind. Und was ist das? Eine Sandinsel oder ist das Eis? Na, sind da noch mehr Schafe? Ho, ho, ho. Mehr Schafe. Oh. Ihr seid keine Schafe. Ihr seid Waldis. Hm. Na toll, ich habe nur eins. Typischer Fail. Euch werde ich dann auf jeden Fall sehen, sollte ich die erst nicht überleben. Ich sollte aufhören, Zeit zu verschwenden. Und ich denke, ich werde jede Folge... Oh nein, es ist schon so spät. Ich sollte jede Folge mit mindestens einem Minecraft-Tag verbringen. Und übrigens, der Rekord liegt ja, glaube ich, bei 5 Jahren Hardcore-Welt. Zack, zack, zack. Eine Wolle, fehlen noch zwei. Aber ich kann nicht das letzte Schaf umhauen, weil das kann sich nicht aus dem Nichts vermehren. Eins brauche ich noch, dass hoffentlich zwei Wolle fallen lässt. Ansonsten bin ich richtig im... Ihr wisst schon was. Und ich musste natürlich mein einziges Fleischstück weggeben. Ein klassischer Fuhlendraht. Komm schon, hier muss doch noch irgendwo ein Schaf sein. Auf jeden Fall habe ich schon mal Kohle. Das ist mal nicht schlecht. Ein guter Seed, möchte ich mal sagen. Oh, Schweinchen. Toll, aber die geben keine Wolle. Wodurch werden Schafe nochmal vermehrt? Ich habe keine Ahnung. Und das ist ja das Problem. Muss ich mich halt eingraben. Zack. Und erstmal Werkzeug machen. Tja, da bin ich ziemlich auf dem Holzweg. Erstmal ein Schwert. Eine Hacke. Eine Spitzhacke. Eine Schaufel. Immer erst den ganzen Satz. Dann eine Axt. Und zum Schluss die Holzhacke. Gut. Und jetzt mal sehen, wo kriege ich eine Falltür hin? Sehr schön. Die hat nämlich ein Loch und da kann ich sehen. Ja. Wozu hast du eine Schaufel, wenn du sie nicht benutzt? Hm. Ja, mein Gott. Du machst dich lustig, nicht wahr? So, ich muss erstmal die Schweinchen hauen. Damit ich was zu essen habe. Aber natürlich darf ich nicht alle Schweinchen umhauen. Ah, ich hoffe, ich schaff's natürlich noch rechtzeitig. Ah, ihr habt ein Minischweinchen. Du
Macht mehr, Tapperschweinchen. Gut, danke. Du kommst jetzt auch weg. Noch schnell ein bisschen abbauen. Ich bin mal wieder ganz nervös. Mann, ich habe keine Zeit, Minecraft. Sieh zu. Wo war die Kohle? Okay, Ofen ist fertig. Inklusive Kohle. Okay, ich werde mir erstmal... Ja, ich kann es nicht lassen. Sieh zu, Lahmdraht. Und ich werde meinen Turm übrigens... Jawohl, ich baue einen Turm. Sieht sogar alles noch viel schöner aus als gedacht. Das werde ich doch gleich unverhohlen als Thumbnail benutzen. Zack. Das ist zwar ziemlich nichtssagend, aber trotzdem. Ah, wo ist mein Haus? Ich habe kein Haus. Kommt schon. Schneller. Oh, mach schon. Mensch, ab damit. Okay. Gleich kommen die Monster und ab unter die Erde. Oh oh. Geschafft. Damit stehe ich jetzt nicht ohne Essen da. Und damit heißt es jetzt warten. Theoretisch könnte ich sie ja da, wenn ich da einen Block frei mache, angreifen. Aber ich will nicht. Weil ich weiß ja schließlich nicht, ob sie mich nicht auch noch angreifen können. Ist das ein Dorfbewohner-Zombie? Ist ja mal erstaunlich. Nee, nee, nee. Das mache ich bestimmt nicht. Wenn ich da jetzt die Klappe abbaue... Einfach mal ein paar Zombies kloppen, damit ich hier ein bisschen Zähmungsmaterial für die Hunde komme. Aber leider paaren die sich nur und lassen sich nicht zähmen. Vielleicht finde ich ja noch ein paar Knochen.
Aber auf jeden Fall werde ich jetzt warten. Der dreht weiter seine Pirouetten. Und da lasse ich erstmal drauf. Und erstmal abwarten. Und um ganz sicher zu sein, zack. Und wenn es dann Licht wird, muss ich aufpassen, dass mir die grünen Terroristen nicht den Lauf ruinieren. Nun denn, so wie es aussieht, ist damit der erste Tag geschafft. Und um ganz sicher zu gehen, schaue ich doch mal, wo hier die grünen Terroristen sind. Okay, anscheinend keiner da. Glück gehabt. Was aber Pech ist. Ah, Skelett. Gut. Aber ich denke, ich sammle mal ein paar Knochen. Ah, noch mehr. Gut, das wäre dann auch geschafft. Und mal schauen, was wollte ich denn gerade? Ah ja. Knochen. Wo haben wir die Knochen? Und erstmal raus damit. Schafe vermehren sich doch durch. Ah ja, schon gut, schon gut. Ich hab's verstanden. Weizen. Und um die Chance auf eben jenes Weizen zu erhöhen. Einfach mal alles abgrasen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin der grasende Reporter. Und was ich berichte? Ich berichte, wie lange ich hier überleben kann.
Und ja, ich werde vermutlich einen runden Turm bauen. Weil, oh, keine Ahnung. Weil ich einfach mal gerne andere Dinge probiere. Auch wenn es... So. Ja, ich weiß, es ist kein hundertprozentig Vanilla-Spielerlebnis, wie man es sich eigentlich vorstellt. Aber es ist so nah dran, wie es eben nah dran ist. Ja, eine tolle Aussage, ich weiß. Und mal sehen, was war denn da noch? Klasse, jetzt habe ich den Faden verloren. Theoretisch hätte ich mir auch Spinnen suchen können und die kaputt hauen. Aber weil ich nicht weiß, wie viel Schaden die austeilen in diesem Modus, lasse ich es lieber. Eigentlich schade, dass das die einzigen Schafe hier auf der Insel sind. Was ist das? Ah, Fischi Fisch. Und ein Delfin. Und von da komme ich. Sag mal, wo kommst du denn her? Von der Insel, bitte sehr. Und ich denke, naja, weil ich nicht genau weiß, wie lange ich aushalte, werde ich erstmal nur einen relativ kleinen Turm machen. Und alles andere werde ich dann in Nebengebäuden machen. Und wobei, wenn das Baulimit ja demnächst aufgehoben wird, in der 1.17, kann ich einen wunderschönen hohen Turm bauen und habe wahrscheinlich mehr als genug Platz. Ich werde übrigens mal wieder den obligatorischen Wasseraufzug einbauen. Na schön. Und habe ich Fackeln? Yep, es wird nicht lang gefackelt. Ich habe hier doch irgendwo eine Höhle gesehen. Ich glaube, das war da hinten irgendwo. Und ja, es ist schon, weil es ist schon wieder dabei, dunkel zu werden. Ich mit meinem Timing. Tja, da lande ich schon auf einer winzigen Insel und finde das Höhlensystem nicht mehr. Vielleicht muss ich mal in die Aufnahme gucken. Und ja, theoretisch wäre das auch eine Idee für den Stream, für einen Stream gewesen. Nichts für ungut. Gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Aber da meine Internetleitung nicht die beste ist, verzichte ich auf einen Stream. Fundrad sucht nach einem Höhlensystem. Minecraft sagt, nope. Oder auch, nö, oder vergiss es. Solange es das nicht sagt, wenn ein Mob mal wieder hinter mir auftaucht, der eigentlich nichts dort zu suchen hat, soll es mir doch egal sein. Oh nein. Komm, Skeletti. Okay.
schön aufpassen. Und lieber eine Fackel zu viel als eine zu wenig, sage ich dazu. Und sehe ich da hinten schon Lava? Nein, Wasser. Oh nein. Weg hier. Es ist nämlich gleich wieder Nacht. Und ich gehe lieber ein bisschen zu früh als zu spät. Und da ich schon einiges an Schaden davongetragen habe, von einem einzigen Skelett, und mein Schwert mal wieder gleich kaputt geht, natürlich. Habe ich mich erst einmal ein bisschen gebadet, und jetzt mit diesem Sonnenuntergang krieche ich wieder in das Loch zurück. Loch an Loch und halt doch. Und rein da. Obwohl. Gut. Rein. Ein und dann ab in die Grube. Im übertragenen Sinne. Und mit diesem Ausblick mache ich jetzt Schluss. Ab in die Endkarte. Na dann, jetzt ist Schluss, das Video ist vorbei. Gib mir ein Like, wenn es dir gefallen hat. Am besten gibst du den Abo-Knopf auch ein mit. Ich würde mich freuen. Aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin und tschüss.